Hey ho, ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch die Pinsel, die ich meiner Meinung nach einem Anfänger empfehlen würde. Und wir sprechen einfach mal ein bisschen darüber. Viel Spaß dabei! Okay, pass auf. Es ist sehr Zoeva-lastig. Ich habe viele Zoeva-Pinsel, weil ich finde die Qualität schön. Ich finde, die haben eine schöne Auswahl an Pinseln und deshalb werdet ihr einfach viel Zoeva heute hier sehen. Wir fangen mit den Augen an. Und zwar, man könnte auch sagen, man braucht eigentlich nur zwei Pinsel für die Augen. Einen Blenderpinsel und einen zum Draufpacken. Aber ich zeige euch mal die Pinsel, die meiner Meinung nach extrem nötig sind. Ja? Ich habe hier einmal zwei Blendepinsel. Übrigens, meine Pinsel sind fast alle benutzt gerade, ja, weil ich habe auch gerade diesen Look damit geschminkt. Deshalb, lasst euch bitte nicht davon irritieren. Und zwar habe ich hier zwei Blendepinsel. Der eine ist etwas dicker und fluffiger und der andere ist so ein bisschen schmaler und dadurch auch sehr elastisch, also elastischer als zum Beispiel der dickere. Dieser längere, der gibt wirklich so einen Hauch von Farbe. Ich benutze den sehr, sehr gerne für die Transition Color. Den benutze ich zum Beispiel sehr gerne, um nochmal so ein bisschen ja, aufzuräumen, zu verblenden sozusagen. Und zwar sind das hier zweimal Zoeva-Pinsel, und zwar einmal der 227, das ist der etwas dickere. Und der 224, der Lux Defined Crease, das ist der etwas dünnere. Ich denke, wenn ihr jetzt wählen wollt zwischen den beiden, würde ich wahrscheinlich euch den hier empfehlen, weil der so ein bisschen, ja, ein bisschen universell einsetzbarer ist. Dann finde ich, das ist kein Muss, aber ich finde Pinsel für mich sehr wichtig, wo ich etwas präziser in der Lidfalte irgendwas aufbringen und gleichzeitig verblenden kann. Und das sind diese beiden Pinsel. Die sind halt etwas kleiner. Ich zeige euch jetzt mal hier den, euch davor gezeigt habe, im Vergleich. Die sind halt etwas kleiner. Der von Zoeva, der helle hier, der ist ein bisschen dicker und der von Morphe ist etwas schlanker. Und die beiden finde ich super, um ein bisschen präziser in der Lidfalte zu arbeiten und gleichzeitig zu verblenden. Ich finde, das sind eigentlich die schönsten Lidschattenpinsel, die man so haben kann. Und zwar der eine ist der 231 Lux Petite Crease von Zoeva und der andere ist der Morphe M507. Ja. Und diese beiden nehme ich auch unheimlich gerne für unters Auge. Ich habe lange gesucht, etwas zu finden, was mir unterm Auge gefällt. Ich nehme den größeren meistens erst, um so ein bisschen meine Transition Color quasi aufzutragen und den, um das Ganze nochmal ein bisschen zu definieren. Zwei unheimlich schöne Pinsel und wenn ich euch einen davon ans Herz legen dürfte, würde ich den Morphe wählen. Ja, also der ist richtig toll. Dann fällt alles runter. Dann der klassische Lidschattenpinsel und ich finde, das ist ja, also das ist der erste Pinsel, den ihr braucht, weil theoretisch könnt ihr mit dem auch verblenden. Und zwar ist das hier der 232 Lux Classic Shader von Zoeva. Ich finde gerade diesen hier Bombe, weil ich weiß nicht, der hat eine super Größe, der hat tolle Borsten, tolle Haare, die wirklich, ihr seht auch, bei mir ist er meistens nur von einer Seite irgendwie schmutzig, weil ich packe wirklich das Produkt so richtig so schön auf und dann drücke ich mir das aufs Augenlid und ich finde, ohne so einen Pinsel kann man auf gar keinen Fall ein Augen-Make-up machen. Dann gibt es noch so einen Pinsel, der ist so ein bisschen, ja, braucht man den, wenn man viel Creme-Lidschatten nimmt, finde ich, ist das Beste und zwar, das ist ein synthetischer Pinsel ebenfalls und der ist von Real Techniques, das ist der Base Shadow Brush. Für mich ist das hier der ultimative Verblender für Creme-Lidschatten. Im Grunde, ich sag mal so, sehr viel anders ist das ja nicht, ja, aber der hier, der kann gar nicht mit Creme-Lidschatten umgehen. Wobei der hier, ich packe mir Creme-Lidschatten aufs Lid, nehme den, dipse nochmal so ein bisschen in den Creme-Lidschatten rein, verblende das fertig. Ich finde, der hier ist der perfekte Creme-Lidschattenpinsel. Es gibt keinen besseren.
Und wenn ihr viel mit Cremelidschatten arbeitet, dann braucht ihr diesen Pinsel. Dann habe ich noch zwei Produkte für die Augenbrauen, also einmal ein Spoolie. Ich finde, man muss unbedingt ein Spoolie haben. Es gibt natürlich Pinsel, die haben hinten ein Spoolie dran oder auch ganz viel, die meisten, hier, wie heißen sie denn? Stifte für die Augenbrauen haben auch so ein Ding, aber man braucht so einen ollen Spoolie hier. Das ist ganz dringend wichtig. Und dann etwas für die Augenbrauen. Und ich finde tatsächlich, da eignen sich am besten diese angeschrägten Pinsel. Das hier ist jetzt nur ein Beispiel. Wartet mal, ich hole euch nochmal einen anderen. Der hier ist jetzt von Essence. Der ist etwas kleiner. Es sind eigentlich Pinsel, um einen Lidstrich zu ziehen. So Winged Liner Pinsel. Aber die nehme ich für meine Augenbrauen. Und wenn man mit so Braupomaden oder sowas in der Art arbeitet, braucht man solche Pinsel. Kommen wir zum Gesicht und das ist ja eigentlich so mein Lieblingsthema und da habe ich euch ein paar Pinsel hingelegt und wir fangen natürlich an mit der Base. Für mich die besten zwei Pinsel, um meine Foundation aufzutragen, sind diese hier. Zum einen ist das der 107 Powder Polish von Zoeva. Das ist ein recht großer Pinsel, ihr seht, und auch eigentlich recht weich. Und der gehört dringend gewaschen. Der ist eigentlich auch schon in meiner Ich-muss-gewaschen-werden-Aufbewahrungsbox. Ja. Wundervoller Pinsel. Mit dem kann man die meisten Foundations ganz toll und streifenfrei aufbringen. Genauso wie der 104 Buffer. Der ist halt ein Flat-Top-Kabuki sozusagen. Und der ist schön groß, damit kann man ganz toll Produkt auch schön in die Haut einpressen. Ich finde, gerade wenn man ein bisschen mehr Deckkraft haben will, ist das ein richtig guter Pinsel. Wenn ich nicht mit diesen Pinseln arbeite, arbeite ich natürlich mit einem Schwämmchen. Und für mich ist es im Moment so, leichtere Foundations, die nicht so trocken sind, nicht so austrocknet oder matt sind, trage ich mit einem Pinsel auf. Und Foundations, die so ja, ein bisschen trockener sind, ein bisschen fester, die buffe ich am liebsten mit einem feuchten Schwamm ein. Und was ich auch oft mache, ist, dass ich mit einem Pinsel mein Produkt verteile, schon ganz gut einarbeite und hinterher nochmal mit dem Schwämmchen einfach das Ganze ein bisschen einarbeite. Dann kriegt man nochmal so ein bisschen Strahlen und ein bisschen Frische und es ist einfach, ja, so ein Beauty-Blender. Ich habe wirklich lange gebraucht. Ich dachte mal, das ist doch voll umständlich und langweilig und langwierig und so. Und eigentlich bin ich gar nicht der Typ dafür. Mittlerweile, es ist einfach das beste Beauty-Tool. Das ist einfach so. Und genauso mein Concealer arbeite ich entweder mit den Fingern oder mit dem Beauty-Blender ein. Ja? Also es ist super Must-Have. Der hier ist von Real Techniques. Ich finde den eigentlich am besten, weil der Beauty Blender ist mir einfach zu teuer und zu klein und ich finde den hier irgendwie schöner. Ich mag auch gerne diese flache Seite, deshalb ist der Real Techniques Miracle Complexion Sponge mein Liebling. Wollen wir doch mal unterm Auge setten, wo wir gerade beim Concealer sind. Man kann mit vielen Pudern mit dem Schwämmchen setten, bei mir wird das oft, nicht oft, aber ja, mit manchen Pudern wird es mir zu trocken. Und da nehme ich ganz gerne solche Pinsel. Ja, so zu laufende, na, wie soll ich sagen? Ihr wisst schon, was ich meine, ja? Ihr seht es ja. Recht kleine Pinsel. Damit kann man super so ein bisschen das Puder aufnehmen und schön unter das Auge pressen. Welcher sich aber dafür auch jetzt total eignet. Ich habe ihn irgendwie lange liegen lassen. Jetzt finde ich ihn ganz toll. Der 130 Lux Contour Definer. Das ist auch so ein ganz spezieller Pinsel. Also sowas braucht ihr natürlich nicht. Nur wenn ihr es meint, ihr müsstet noch irgendwie so einen Pinsel haben. Ich finde den super, um die T-Zone zu setten, weil er diese spezielle Form hat, neigt man auch nicht dazu, mit ihm rund zu arbeiten, weil das geht einfach nicht. Man kann mit ihm nicht buffern, sondern man kann mit ihm nur drücken durch diese Form. Ja. Und ich nehme den im Moment super gerne, für, um unterm Auge Puder aufzupressen oder halt auch hier so in diesen Bereichen, finde ich das ist gerade irgendwie so meine neu gewonnene Liebe. Ich fand den eigentlich eine Zeit lang, ich fand den irgendwie toll und dann lag er aber im Grunde bei mir nur rum. Und im Moment denke ich so, ach,
ach, ich mag dich, ich mag dich. Also ein sehr schöner Pinsel. Dann geht es um Kontur. Man kann super mit diesen Pinseln hier konturieren. Die meisten nehmen tatsächlich solche Pinsel zum Konturieren. Kann man super mit so einem machen. Mein Lieblingspinsel zum Konturieren ist ein Fächerpinsel. Ein großer Fächerpinsel. Der hat diese lange, recht gerade Form. Man kann super hier so ansetzen und seine Kontur und dann einfach vorsichtig leicht nach oben verblenden. Es ist sehr schwierig, mit einem Fächerpinsel eine zu harte, zu starke Kontur zu machen, weil diese Fächerpinsel natürlich in der Regel auch nicht so viel Produkt aufnehmen, weil sie sehr fluffig und weich sind. Deshalb nimmt man einfach ein bisschen Produkt auf, schlägt sich das ein bisschen ab und geht einfach hier so ein bisschen rein und kann super damit konturieren. Man kann auch ganz toll so in den Haaransatz rein und man kann super hier eine Kontur setzen. Ganz, also große Fächerpinsel, bäm. Kleine Fächerpinsel, große, richtig gut. Kommen wir zum Pudern und ich liebe große Puderpinsel. Ja? Der hier ist von Real Techniques, das ist der Powder Polish und einfach zack. Puder, Finishing Puder trage ich damit meistens auf. Ich habe noch nicht den perfekten Puderpinsel gefunden. Ich möchte so einen riesengroßen, also ich wünschte mir den nur größer und weicher und etwas abgeflachter. Wisst ihr, was ich meine? Also ich habe noch nicht den perfekten Puderpinsel gefunden. Ich finde aber, man muss einen großen Puderpinsel haben. Ich habe mit dem hier auch eine Zeit lang sehr gerne Bronzer aufgetragen. Mit diesem schönen großen Puderpinsel kann man toll Bronzer auftragen. Das heißt, im Grunde bräuchte man den zweiten Pinsel, den ich euch jetzt, oder den nächsten Pinsel, den ich euch zeige, nicht. Aber das ist mein ultimativer Bronzerpinsel. Das ist der 101 Lux Face Definer. Und ihr seht, der ist spitz zulaufend und dadurch kann man so super so eine Bronzer-Kontur machen. Ja? Also man geht einfach in seinen Bronzer so ein bisschen rein, kann hier so eine leichte Kontur andeuten und kann dann den Rest einfach nach oben hin verblenden. Und ja, er ist irgendwie, für mich ist, ganz ehrlich, also ich glaube von allen meinen Pinseln ist das hier mein Lieblingspinsel. Ich denke immer mal wieder, oh, ich bräuchte einen anderen Pinsel, um meinen Bronzer aufzutragen. Oh, guck mal, mit dem könnte man schön Bronzer auftragen oder mit dem. Und am Ende, ja, ist es immer wieder dieses Schätzchen. Es ist für mich, ehrlich gesagt, der schönste Pinsel. Und im Grunde, wenn man den hätte, könnte man mit dem alles machen. Dadurch, dass er so ein bisschen spitz zulaufen ist, könnte man unterm Auge seinen Concealer setten. Man könnte ins Puder gehen, sein ganzes Gesicht setten. Ja? Kann man auch super machen, ja? Kann man schön aufpressen. Dann macht man damit seinen Bronzer. Und am Ende macht man damit seinen Rouge, indem man einfach nur hier auf der Seite ein bisschen reingeht und hier ein bisschen zacki zacki. Im Grunde wäre das der Pinsel, der alles könnte, außer vielleicht Highlight. Das würde ich ihm jetzt nicht unbedingt zutrauen. Rougepinsel mag ich am liebsten stinknormale Rougepinsel. Ja, ich mag nicht gerne die angewinkelten, ich mag nicht gerne dies, ich mag nicht gerne das. Ich mag echt diese ganz klassischen und das hier ist der 126 Lux Cheek Finish. Und mit dem kann man super schön hier seine Wangen betupfen sozusagen. Und ich finde, so eine Art von Pinsel braucht man. Mit dem könnte man theoretisch auch ganz toll konturieren. Also hiermit kann man auch ein Konturpuder auftragen. Oder ich finde zum Beispiel auch, wenn man ein recht kleines Gesicht hat, kann man dann sicherlich auch ganz toll Bronzer auftragen. Könnte auch so ein Allrounder sein, finde ich, dieser Pinsel. Und kommen wir zum letzten Punkt und das ist Highlighten. Und das mache ich am liebsten mit dem 134 Lux Powder Fusion. So sieht er aus. Der ist so wirklich sehr, ihr seht das, sehr, sehr, sehr fluffig. Und da gehe ich einfach in meinen Highlighter rein, setze den hier auf und massiere den sozusagen mit einer leichten Hand einfach in meine Haut ein. Und ja, ich weiß nicht, das funktioniert mit dem einfach am besten. Ich finde, es ist ein richtig toller Pinsel. Ich mache auch ganz oft zum Schluss, wenn mein Augen-Make-up, also wenn ich einen Highlighter mache, mein Augen-Make-up ist fertig, dann gehe ich ganz oft hier nochmal so mit dem Rest von dem Highlighter einfach hier oben so drüber und verblende damit gleichzeitig meinen Lidschatten nochmal so ein bisschen. Wow, ich finde, dieser Pinsel ist richtig, richtig toll. Ich würde sagen, das waren alle die Pinsel, die ich euch zeigen wollte. Das ist so die Grundausstattung. Nein,
nicht die Grundausstattung, das würde ich nicht sagen, sondern die erweiterte Grundausstattung, ja. Ich bin nicht so der Fan von Pinselsets, weil bei Pinselsets irgendwie ist immer was dabei, was man nicht braucht und ich weiß nicht, also ich bin nicht so ein Fan. Natürlich kann man jetzt mal gucken bei Soeva, wenn man sieht, oh, ich hätte gern den Pinsel, den Pinsel, den Pinsel und den Pinsel, finde ich dann ein Set, was irgendwie in die Richtung geht, aber ich bin einfach kein Fan von Pinselsets, deshalb, ich würde euch empfehlen, kauft eure Pinsel einzeln und überlegt genau, was ihr braucht und baut dann einfach langsam auf. Natürlich müsst ihr diese ganzen Pinsel nicht auf einmal haben, denn habe ich natürlich auch nicht alle auf einmal gekauft, weil es schon eine Menge Geld ist. Gerade so, wenn man jetzt so Eva, da kostet ein Pinsel zwischen 10 und 20 Euro, sage ich mal so. Das ist natürlich viel Geld. Deshalb muss man die natürlich nicht alle auf einmal holen. Aber man kann halt gucken, was ist das Wichtigste oder wofür brauche ich erstmal unbedingt einen Pinsel. Und dann ist es sinnvoll, sich vielleicht einen Pinsel als erstes zu kaufen, wie der hier, der im Grunde theoretisch alles alleine könnte. Ja, und dann kann man gucken, ach Mensch, wofür nehme ich den am liebsten und hätte ich gerne noch einen für Rouge oder hätte ich gerne noch einen für dies? So würde ich, sage ich mal, an die Sache rangehen. Und das waren meine Pinseltipps, meine Anfänger, Einsteiger, wie auch immer Tipps. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!